Der Minister nimmt in der Tat an der Bilderberg-Konferenz teil. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ist das ein persönliches Treffen für ihn oder nimmt er als Finanzminister teil? Er nimmt teil. Als was? Er ist ja nicht aufspaltbar. Der Bundesfinanzminister, Herr Dr. Wolfgang Schäuble, nimmt an diesem Treffen teil. Lieber ZDF, eine Frage an das Verteidigungs-, Finanz- und Innenministerium. Die Minister von der Leyen, Schäuble und de Maizière nehmen diese Woche an der Bilderberg-Konferenz teil. Können Sie sagen, was sich die Minister von der Teilnahme erwarten? Frau Matthiesenhagen? Der Minister nimmt in der Tat an der Bilderberg-Konferenz teil. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, ich kann auch bestätigen, dass die Teilnahme der Ministerin geplant ist. Ja, ich kann auch das Gleiche bestätigen für den Bundesinnenminister. Seine konkrete Erwartungshaltung, über die habe ich mit ihm, über seine sehr persönliche Erwartungshaltung nicht gesprochen. Weitere Fragen dazu, Herr Jung? An die gleichen Sprecher, warum? Warum nehmen die Minister daran teil? Ich glaube, das führt uns jetzt nicht weiter. Wir haben gesagt und bestätigt, dass die, also ich kann für meinen Minister hier sprechen, jetzt teilnehmen. Das sind jeweils sorgfältig getroffene Entscheidungen in Abwägung. Es gibt ja, wie Sie wissen, viele Einladungen an Minister und das ist ein Treffen, für das sich der Bundesfinanzminister entschieden hat. Ist das ein persönliches Treffen für ihn oder nimmt er als Finanzminister teil? Er nimmt teil. Als was? Er ist ja nicht aufspaltbar. Der Bundesfinanzminister, Herr Dr. Wolfgang Schäuble, nimmt an diesem Treffen teil. Frage ging noch aneinander. Ja, ich kann vielleicht ergänzen, die Ministerin wird sich dann natürlich dort zu europapolitischen und sicherheitspolitischen Themen austauschen. Und das ist ein wesentlicher Punkt dort. Zu solchen Themen wird sich auch der Bundesinnenminister dort austauschen. Gibt es weitere Fragen dazu?